Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X Teil 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollen mit den ganzen Leuten hier nochmal reden und wir werden in dieser Folge mit den Schnur reiten. Haha, oder fahren? Heißt es jetzt reiten oder fahren? Gute Frage. Ich denke, Schnurs könnte man auch anderswo einsetzen. Heute bin ich noch nicht auf einen Schnur geritten. Haben Sie noch Karten? Ich möchte die Show so gerne sehen. Ich glaube, dich könnten wir... Ich glaube, für dich könnte man sozusagen 2000 abknöpfen. Aber natürlich kaufe ich sie. Keine Ahnung, was das für eine Show sein soll, aber ich kann ja mal zum Zeitvertreib hingehen. Dir können wir tatsächlich 1500 abknöpfen. Ich glaube, ich kaufe eine. Und damit haben wir 5 angesprochen. Wenn wir einen ansprechen sollten und kriegen sie nicht verkauft, dann würde hier oben angesprochen auf 6 hochgehen. 6 von 10. Das heißt, wir hätten eine Karte verloren. Wir könnten nur noch 9 verkaufen. Ride the Shoe Puff. Deswegen ist es... All aboard! Deswegen ist es nicht so gut, wenn man Sachen an Leute anspricht und sie dann nicht verkauft kriegt. Das wäre natürlich blöd. So, zum ersten Mal mit einem Schnurker fahren. Auf die andere Seite hier. Am Arbeiten ich bin. Keine Ahnung, wo gerade die Musik hin ist. War irgendwie weg. Der Schnur auch heute wieder groß, er ist. Sind die Karten für Kinder billiger? Auch wenn man denkt, hier kann man wenig verdienen, der können wir tatsächlich 2000 Schill abknöpfen. Das kann ich noch bezahlen. Karten für die Show? Ich will wissen, ob die nun billig oder teuer sind. Auch bei dir können wir 2000 Schill verlangen. Okay, ich werde zahlen. Viel Spaß bei der Show. Ich weiß noch nicht, wohin es gehen soll. Und guck mal, wen wir da haben. Die kennen wir doch. Das Luftschiff hat mich ganz schwindlig gemacht. Es dreht sich alles. Weil die Maschine, weil das Maschinerschiff arg schwankte, können wir nicht mehr auftreten. Toplis Angestellte, die Hypollo, sind Ersatzmusikanten suchen gegangen. Okay, es geht weiter. Eine Show? Na, wenn es billig ist. So viele Karten ich habe. Viele Karten ich habe, so viele übrig. Was könnte bloß durch bloß tun? Vielleicht kann ich was bei Toplis Show abgucken. So, der können wir auch eine verkaufen und ich glaube aber nur für 1500, oder? Nee, für dich können wir auch 2000 abknöpfen. Okay, ich nehme eine. Viel Spaß bei der Show. So, damit haben wir 8 schon verkauft. Also das Minimum haben wir auf jeden Fall schon längst erreicht. Aber ja. So, dann geht's weiter. Und dir können wir, ich glaube, 1500 abknöpfen. Eine Schau auf der anderen Seite des Flusches. Das klingt sehr interessant. Das ist ein sehr akzeptabler Preis. So, jetzt fehlt nur noch einer. Und den sehen wir da hinten dann. Moment. Alle wegrennen, wenn ich versuche, Tickets ihnen zu verkaufen. Egal ob Junge Liga oder Neu-Yevon, irgendwer sollte diese Räuber beseitigen. Eine Show? Aha, treten dort auch hübsche Frauen auf. Wir können dir auch 2000 Schill... Das ist erschwinglich. Abnehmen. Viel Spaß bei der Show. Und damit haben wir 10 von 10 und 10 Tickets verkauft. The ticket timing. You better believe it. Every last one. Splendid, simply splendid. Did you hear that, everybody? Oh yes, before I forget. I've got to pay you your profits. 12.500. A little bonus for selling all the tickets. Und wir kriegen außerdem noch den Muskelgürtel. Und Magieüberfluss. I guess it's worth trying anything. Yep, yep, it was an absolutely amicable arrangement. Everybody's happy. Oh, we're really looking forward to the show.
Und wir würden auch noch den Zauberschützen bekommen, wenn wir den noch nicht gehabt hätten. Hm. So, dann sind wir hier fertig. Ja, ja, das ist einfach fabelhaft. Und das alles dank euch. So, Illuminium ist jetzt auch fertig damit. Wir können zum Flugschiff zurück. So, der Muskelgürtel. Haben wir sogar schon. Also das ist einfach nur ein Muskelgürtel, wo Angriff und Abwehr plus 10 macht. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wüsste aber im Moment noch nicht, wie man das geben sollte. Außerdem Magieüberfluss haben wir noch bekommen. Mal schauen, ob das was Gescheites ist. Angelegt Magie plus 10. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Magie plus 10. Was hat denn Rico gerade für eine Dinge drin? Angriffsformation. Angriffsformation bringt, glaube ich, nur Angriff und Magie plus 5. Da sollte man definitiv was ändern. Das heißt, Moment. Angriff und Magie plus 5. Ja, dann, aber wir machen ja eh hauptsächlich mit ihr gerade Magie. Das heißt, Magie plus 10 würde hier schon was bringen. Das heißt, wir machen den Schwarzmagier rein, den Weißmagier rein. Der Dieb kommt aber auch nochmal mit rein. Ach, machen wir noch den Zauberschützen. So. Und dann bekommt Rico das Ding. Macht bei ihr im Moment Sinn. So, und sie wird hier auf Dings gehen. So, damit haben wir ja auch ein bisschen mehr Magie. Und machen mehr Schaden mit ihr. Oder heilen besser. So, sehr, sehr schön. Wo geht's dann als nächstes hin? Was Topley wohl für eine Veranstaltung plant? Er denkt wohl, dass wir ja Mädchen für alles sind. Ich glaube, es geht in die Donnersteppe rein. Keine Mission. Ein Owlbat kümmert sich um die Blitzableiter, eine heikle Aufgabe. Daher sucht er Helfer, die einiges wegstecken können. Eine Mini-Aufgabe, die ich nicht gerne mache. Wir schauen es uns trotzdem jetzt mal an. Ich justiere die Blitzableiber. Doch das ist schwieriger, als es sich anhört. Man braucht die nur vorgegebenen Tasten der Reihe nach zu drücken. Aber das ist so umständlich, dass ich nicht weiß, wann ich damit fertig werde. Oh, danke für die Hilfe. Untersucht man den Blitzableiter, werden Tasten angezeigt. Drückt man die angezeigten Tasten. Drücken Sie die angezeigten Tasten. Die Adder-Tasten und ihre angezeigte Methode unterscheiden sich von jeweils von Turm zu Turm. Ich gehe zum Reisebedarf. Wenn ihr Tipps und Resultate wissen wollt, dann kommt mich besuchen. Ja, das ist ein, eine Quest, die ich eigentlich, nicht machen will. Weißmagie Level 3 erlernt. Sehr gut. So. Und Blitzra erlernt. Auch nochmal richtig, richtig klasse. So. Also erst einmal schauen. Yuna. Weißmagie. Ja, dann lernst du erstmal Anti-Z, denke ich. Das ist das nächste, was gar nicht so schlecht wäre. Anti-Z, dann Reflek und dann Phytra. Bei dir ist auch klar, was so Sache ist. Wasserra. Wasserra, nicht Wasserra. Passt auch. Und bei dir, wie sieht es bei den Kriegern mittlerweile aus? 92 von 120. Ja, auch nicht so schlecht.
So, geben Sie die angezeigte Taste ein. Und jetzt... Hallo? Ah, Y. A muss ich drücken. Ricos Blitzableiter sind die einfachsten. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da machen müssen. Bei Rico, das funktioniert noch eigentlich einwandfrei. Einstellung ist perfekt. 30 Stück brauchen wir. So, nochmal justieren. Nein, genug. So, und so müssten wir alle 10 Blitzableiter gibt's. Und wir würden da was bekommen. Eine ganz gute Dingsbums. Kostümteil. Wenn wir alle 10 ohne Fehler schaffen würden. Aber das war jetzt noch einfach. Aber es gibt auch Blitzableiter, die justiert Yuna oder Pain. Und die werden um einiges schwieriger. Vor allem, da hast du auch nicht so viel Zeit zu reagieren auf die Tasten. Das heißt, du musst viel schneller drauf reagieren und alles Mögliche. Und das ist ziemlich übel. Aber es bringt auch, es gibt keinen Spielfall. Es gibt, glaube ich, keinen Spielfortschritt, wenn wir das machen. Glaube ich zumindest. Nee, gibt's nicht. Es gibt nur eine Belohnung dafür. Das heißt, wir können das auch lassen, soweit ich weiß. Oh, Feuer ist nicht gut. Dann brauchen wir wohl Wasser. Oder ist Eis vielleicht da doch besser? Ich meine, ich könnte nachschauen, aber naja, gut. Lass mal das mal. Oh, Musik war schon wieder weg hier. Ja, irgendwas scheint da nicht ganz in Ordnung zu sein. Ich glaube... Wasser war hier auch ganz gut. Habe ich jetzt Eis genommen? Ach, ich sag Wasser und nimm Eis. Super gemacht. So. In der Donnersteppe müssen wir noch eine Sache machen. Was uns auch den Spielverlauf erhöht und ein bisschen Story voranbringt. Da sind wir jetzt gerade unterwegs. Und zwar, ja, da sieht man es ja schon. Da ist es auch auf der Minikarte schon mit einem schönen X eingraviert. Da steht Sid. Eis hat nichts gebracht, Wasser hat was gebracht. So. Jetzt aber. Uncle Sid, what are you doing out here? What? You blind? Can't you see I'm trying to sulk? Come on, Uni, let's go. But leave him. I wonder what's wrong. It's Zanarkin. He's all bent out of shape because you told him off. That's mature. Ja,
So viel dazu. Das war jetzt noch wichtig, dass wir das in der Donnersteppe machen. So sieht's aus. So, damit sind wir mit der Donnersteppe fertig. Wenn wir nicht die Blitzableiter machen wollen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Lust dazu. Gegen was bist du allergisch? Das Küsschen war doch eigentlich gegen Feuer allergisch, oder? Well done, please. Ja, das Küsschen, das hält einiges aus. So. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Ein Level ist auch gestiegen. Sehr schön. Zurück zum Speichersphäroiden, damit wir auf die Dings hochkommen. Wasser war das, glaube ich. Da machen wir Feuer auf. Nee, halt mal, der braucht auch Wasser. Machen wir Feuer auf den hier. Sehr gut. Und das Ding kriegt dann Wasser. Anti-Z erlernt. Sehr gut. Ja, das ging jetzt schnell. Anti-Z ging jetzt ziemlich schnell. Mit Yuna machen wir auch große Fortschritte mit Weißmagie. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Erzengel lassen wir. Dann geht's jetzt auf Refleck. Und ich glaube, von Refleck geht's dann automatisch auf Vitra über. Und dann können wir damit noch unsere Heilung verbessern. So. So, du bist justiert. Ein Hinterhalt. Chocobo. Schon wieder ein Chocobo. Ich sag ja, irgendwann brauchen wir die Chocobos und kriegen sie nicht. So. Sehr schön. Speichersphäroid und ab mit uns zum Flugschiff. Schätze, Paps hat jetzt genug Zeit, um über alles nachzudenken. Wie der Vater, so die Tochter. Ja, wie wahr, wie wahr. So, aber eine Sache wollte ich noch machen, die ich noch nicht gemacht habe. Und zwar bei der Super Sphero-Dings. Da haben wir doch in der vorletzten Folge war das sogar, den Purpur-Spheroid Nummer 7 erhalten. Und den haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Aufnahmedatum, wieso wie Details sind unbekannt. Nein, ich hab's in der letzten Folge vergessen, aber jetzt habe ich mich nochmal dran erinnert. Und ja, den sollten wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Und das machen wir doch jetzt gleich mal. Und das war's. Man hat nicht sonderlich viel gesehen. Der Umgebung nach zu urteilen, zeigt diese Aufnahme die unmittelbare Folge nach der gescheiterten Offensive. Ich glaube, die Purpur-Spheroiden sind dann auch in der richtigen Reihenfolge. Ich glaube, sobald wir mal alle haben, müssen wir es auch mal in der richtigen Reihenfolge nochmal anschauen. So, aber ich würde auch sagen, da wir jetzt wieder auf der Celsius sind, wir das und circa 20 Minuten aufgenommen haben, ja, eigentlich 25 strebe ich an. Aber ich finde, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um hier dann einen kleinen Break zu machen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Vielleicht mache ich in der Pause auch nochmal ein bisschen die PR-Aktion und die Suche nach der geeigneten Frau. Ein paar Sachen haben wir ja. Also nach Luca müsste ich noch, nach Mahen müsste ich noch und die Joes müsste ich noch.
Dings haben wir schon. Beside habe ich schon gemacht gehabt. Ja, Makelania. Illuminium kann ich auch noch gehen. Das haben wir ja auch schon gemacht. Makelania kann ich noch nicht. Und Guadosalam. Wobei, Guadosalam kann ich eigentlich auch schon gehen. Dann ist es nur Makelania, wo ich noch nicht gehen kann, weil wir da noch nicht zusammen waren. Okay, dann muss ich mal schauen, ob ich das mache, dass ich da ein bisschen vielleicht weitermache oder auch nicht. Bis dahin, macht's gut und tschüss.